hoffe, die ersten Videos haben euch gefallen. Heute gehen wir mal zu Yilo Performance. Das heißt, wir supporten heute mal ein bisschen Hannover. Yilo Performance, der Yusuf, baut nämlich Felgen. Und der eine oder andere kennt die Felgen bestimmt schon, weil die waren nämlich letztes Jahr auf meiner Limo drauf. YP3.2 heißen die. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin, gucken, ob er da ist und gucken, ob wir uns da irgendwie durchschlängeln können und ihn vielleicht erwischen. Wir haben übrigens wieder unseren Energy-Drink mit. E85. Extrem lecker. Wo wir gerade schon mal hier stehen. Wir haben die Tür von der Limo mit. Kennen ja bestimmt einige aus den Videos schon. Ist sogar schon lackiert. Ist aber nicht schlimm, könnt ihr trotzdem alle anfassen, angucken und so weiter. Sind auch Scharniere dran, die man aushängen kann. Also jeder, der die Tür mal hochheben will, ist überhaupt kein Problem. Kann man rausnehmen. So, aber jetzt gehen wir mal weiter. Hier rechts Mutlu, Levella. Vorne könnte es jetzt ein bisschen voller werden, da ist nämlich die Lexi. So, da sind wir auch schon, Yilo Performance. Letztes Jahr waren die direkt neben uns, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Und jetzt? Abzeichen? Ja, cool. Geht schnell. Ich habe schon gesagt, war ganz schnell Nummer hier. So, das ist Yusuf. Hi. Ich war ja letztes Jahr schon mal da, ne? Letztes Jahr war ich, glaube ich, zum Livestream da, ne? War hier kurz. Ja, genau, ganz kurz. Letztes Jahr, ne? Ich habe schon ein bisschen was gesagt, dass ich heute so ein bisschen Hannover supporten will. Ja. Ne? Das letztes Jahr, also bis kurz vor Messe, waren ja auch deine Felgen auch bei mir auf der Limo. Genau. Y3.2. Die stehen da vorne. Nur ganz kurz, wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt seit knapp 5 Jahren. 5 Jahre schon? Wie viele verschiedene Felgen hast du aktuell im Sortiment? Gussfelgen habe ich 3 im Sortiment, das ist die neue Zompi 3. Floorform-Felgen machen wir seit letztem Jahr, da habe ich 2 im Sortiment. Und die Forge, da haben wir 12 im Sortiment. Das rüsten wir halt mit der Zeit immer auf, weil wir machen alles mit Gutachten und entwickeln alles halt im Haus in Hannover. Produktion ist natürlich anderwertig, aber alles, die Entwicklung, die ist alles in Hannover bei uns vor Ort. Deswegen, das dort halt, nimmt halt auch sehr viel Zeit in Anspruch, weil wir auch versuchen, viele Fahrzeuge abzudecken. Das heißt, mittlerweile sind aber alle Felgen mit Gutachten? Ja, alle. Die Forge, die haben aktuell, so wie du hast, noch nicht mit Gutachten. Machen wir nur dann halt für Autos, die wie jetzt zum Beispiel M2 oder so, die dann gängig sind. Es ist halt ein sehr individueller Bau und sehr kostenintensiver Bau. Einmal kurz für den Zuschauer erklären, was ist der Unterschied zwischen Forge einteilig und Flowform? Ja, ganz einfach, also die Gussfelgen wie hier, die werden ganz normal aus einem Stück gegossen. Eine Kokille vergleichbar mit, sagen wir, Kuchenback, ganz einfach erklärt. Die Flowform-Felgen, der Stern wird gegossen. Und der S wird bei einer bestimmten Hitze gezogen und dabei halt gedreht. Also ist auch eine einteilige Felge? Genau, ist auch nur anders gefertigt. Genau, ist anders gefertigt und in der Herstellung spart man dadurch halt 2,5 Kilo ein. Also leichter. Genau, viel leichter. Also das spürst du auch so. Sieht man das an der Felge? Dass die anders sind, also dass es eine Flowform ist? Ja klar, also man muss immer zur Kamera sehen. Die Speichen sind dünner bei der Flowform und hier an den Rillen sieht man auch daran sieht man auch halt, wie das Verfahren ist. Also die ganze Felge wird quasi tief gezogen, wird rausgezogen. Genau, zu einer bestimmten Breite. Also das ist mal hier 20 Zoll, die können wir halt so mit der Kokille von 8,5 bis 12,5 so produzieren. Wir sehen hier auf jeden Fall, also ich sehe jede Menge knallige Farben. Ich würde sagen, das blenden wir am Ende einfach in Form von ein bisschen Born ein. Okay. Und zeig uns doch mal dein allerneuestes Design. Hast du ein Design, was es erst auf der Messe hier gibt? Das ist halt die. Das ist unsere FF2, die ist rechts und links drehen mit Gutachten, 19-20 Zoll, 512 und 520, ähnlich wie unsere anderen Größen halt, 8,5 mal, 9,5 mal. Bei der Flowform versuchen wir halt auch immer spezielle Größen zu machen für BMW M2, zum Beispiel für Audi RS3 werden wir die machen, für TTRS gerade mit der großen Bremse ist das ein großes Problem. Und gerade auch für die AMG-Modelle halt spezielle Größen, spezielle Breiten. Das machen wir bei den Gussfelgen nicht, das machen wir nur bei den Flowform-Felgen, weil das halt Performance-Räder sind. Und die kommen auch mit Gutachten? Ne? Die sind alle mit Gutachten, ja. Was wiegt so ein Rad? Das ist jetzt eine 10x20, die liegt bei 10,5 Kilo. Oh.
verglichen mit der Gussfelge, die wiegt 13,5 Kilo, also ist schon eine Menge. Also ich weiß noch, die 10x20, die ich seit eh und je auf der Limo hatte, die lagen sogar, glaube ich, bei 10,8 oder 11 Kilo. Genau, ja. Und das war damals schon leicht für eine 20 Zoll Felge. Und das ist halt was Bezahlbares. Also unsere 20 Zoll vom Guss kostet 420 Euro und die 599 Euro. Ist halt im ersten Moment, hört sich das viel an, aber das ist eigentlich, für das, was man bekommt, ist das wenig. Es ist halt noch was Bezahlbares. Im Vergleich, ein komplettes Schmiederad liegt bei 1200 Euro pro Schmied. Wie viele, also ihr seid ja mittlerweile schon relativ groß geworden. Was schätzt du, wie viele Autos fahren ungefähr mit Felgen von dir rum? Also das ist schwer. Nur so grob, reden wir hier eher von 500 Autos oder 100 Autos oder 5000 Autos? Das ist echt sehr schwer einzuschätzen. Also es sind schon so ein paar Tausend. Es sind schon ein paar Tausend, ja, klar. Ja, also mir war's auch. Wir haben ja angefangen, sag ich mal, in Deutschland zu verkaufen. Gerade im Norden haben wir angefangen. Das dann in komplett Deutschland ausgebreitet. Österreich, dann Schweiz, dann Niederlande, Belgien. Also wir verkaufen ja komplett in Europa, Frankreich, Italien. Wir haben in jedem Land einen Stützpunkthändler. In Deutschland versuchen wir, in jeder Stadt einen Stützpunkthändler zu machen, der dann von dort aus das Marketing macht. Und also wir haben bis nach Amerika, nach Saudi-Arabien, überall hinten was verschickt. Mich würde mal interessieren, die ganzen Sätze kommen ja immer fahrzeugspezifisch, oder? Die Forge nur. Die Forge nur. Das andere ist alles lagernd bei uns in Hannover. Und gibt es zwischen den verschiedenen Autos andere Stilrichtungen? Also will der Mercedes-Fahrer als Beispiel eine schwarze Felge, der BMW-Fahrer eine silberne Felge? Ja, kann man da irgendwas sagen? So? Ja, definitiv. Also der BMW-Fahrer will ein anderes Rad als ein Mercedes-Fahrer, also vom Stil her. Aber aktuell, da wir noch eine neue Marke sind, versuchen wir halt vom Stil her sehr schlicht zu fahren, nichts Verrücktes zu machen, weil für uns ist das auch ein gewisses Risiko. Aber so in ein, zwei Jahren kann man dann auch sozusagen sich mehr ausgefallen werden. Genau, da kann man auch mehr ausprobieren, weil die Leute dann auch die Marke kennen. Aber also ich persönlich finde aber, mit 5 Jahren ist das ja schon gar nicht mehr so eine neue Marke, ne? Sondern das ist ja schon ein bisschen ja, also ne? Die Firma ist 5 Jahre alt, sag ich mal, die Marke ist, würde ich sagen, so 3 Jahre, seit 3 Jahren effektiv arbeitet die Marke. Wie oft bist du schon auf der Essen Motorshow? Jetzt das vierte Mal. Vierte Jahr sogar schon. Und, wie findest du es dieses Jahr? Also das ist jetzt eine neue Halle. Du warst ja auch mit uns bei der alten Halle letztes Jahr. Also die neue Halle gefällt mir sehr. Gerade auch jetzt mit unserem neuen Standkonzept, mit der Beleuchtung. Und die Halle ist ja auch sehr hell gegenüber der anderen Halle. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr hochwertig hier alles aus. Und die Besucherzahl bis jetzt ist mega, also kann man nicht klagen. Also, ja. Also ich fand auch gerade gestern am Wochenende war schon wirklich gut besucht. Ne? Ja. Ja, du hast ein neues Auto, ne? Ja. Beziehungsweise neu gedacht, du hast schon ein halbes Jahr jetzt fast, oder? Ja, 7 Monate, ein halbes Jahr fast. Hat zwar eigentlich jetzt nicht unbedingt was mit der Felgenmarke zu tun, aber das Auto ist halt einfach geil, deswegen können wir das glaube ich gut ein bisschen zeigen. Ja, können wir machen. Gibt es so ein paar Gimmicks dran, die werden euch bestimmt interessieren. Deswegen gehen wir da mal rüber. So, das soll ich mal einen Schlüssel holen? Ja. Das ist Huracan Performante. Hat Yusuf schon immer von geschwärmt. Er meinte nur immer, er kann sich keinen kaufen. Jetzt hat er einen. Und den hatte er, ich glaube, seit Mitte des Jahres ungefähr. Hat jetzt gerade frisch Folie bekommen. Und ja, gibt es ein paar witzige Sachen an dem Ding, die soll er lieber mal zeigen. Das sind halt ein paar richtig krasse technische Sachen, die Lambo halt an diesem Auto erst quasi rausgebracht hat. Hier haben wir auf jeden Fall auch logischerweise Hydrofelgen in so einem Anthrazitenfinish. Das ist jetzt auch eine mehrteilige Felge. Sieht auf den ersten Blick einteilig aus, ist aber von hinten verschraubt. Zweiteilig ist die, ne? Ja, die ist zweiteilig. Die ist von hinten geschraubt. Also ich persönlich mag es nicht so, wenn man die Verschraubung sieht. Kann man aber auch sichtbar machen, dann fällt es halt mehr auf, dass es eine zweiteilige ist. Und die ist ja komplett einfarbig bei dem jetzt. Sehr geil. Ich persönlich finde auch gerade für so ein Lambo ist so ein Anthrazitfarbton immer der schönste Farbton. Ja, ist ja gebürstet noch im Unterton. Ja. Also das finde ich auch am schönsten. Darf halt nicht zu sehr knallen. Gibt es nur diesen Grauton? Ich meine, du hattest auch mal welche, die Tucken heller waren, ne? Nee, das ist der dunkle Grauton. Der dunkle Grauton, weil der ist ja fast schwarz schon. Ja, das gilt auch. Also ich biete die auch als schwarz gebürstet an, dunkel schwarz gebürstet. Was ist das für eine Größe vorne hinten? Vorne ist 9x20, hinten 12x21. Also vorne kleiner als hinten? Genau. 12x21, das ist ja schon
Was ist denn da für ein Reifen drauf? 325, 25, 21 Michelin. Krass. Ja, sag mal was zum Auto. Macht Spaß, ja. Gefällt dir? Also Auto ist Wahnsinn. Ist ja der performante Sondermodell vom Huracan. Der hat jetzt 640 PS, 30 PS als der normale, ist jetzt nicht die Welt. Aber das Aerodynamiksystem ist halt, was hier besonders ist, das ALA-System. Gestern war auch einer da, der das Auto entwickelt hat und der hat mir das mal erklärt. Und er sagt das Auto ist eigentlich ein kompletter Neubau. Also es ist zwar dieselbe Karosse, aber durch diese Aerodynamik, also die wenn... Gegenüber dem normalen Huracan fahren. Genau, also wenn der und der normale Huracan fährt, wer der zuerst den normalen fährt und dann den, du denkst, du fährst ein anderes Auto einfach. Also was ich auf jeden Fall beim Huracan immer geil finde, das ist ja auch so mehr oder weniger Nachfolger vom Superleggera, es ist halt an dem Auto schon alles leicht gebaut, was man leicht bauen kann eigentlich. Ja genau, also das ist ja das neue Carbon, ich weiß nicht, ob der das schon gezeigt hat. Das kommt auch noch dazu. Das ist so ein gehäckseltes Carbon? Genau, ist hohlgegossen. Also ist weltweit einzigartig, gibt es nur bei Lambo, also im Original. Mittlerweile gibt es halt so in Anführungsstrichen Nachbauten, die dasselbe Muster haben, aber es ist halt nicht so wie bei Lambo. Das wird bei Lambo direkt im Werk gemacht. Ist auch patentiert von Lambo. So wie es hier gibt, gibt es halt nirgends. Als ich das erste Mal gesehen habe am Wörthersee, dachte ich erst, das wäre irgendwie so ein Marmorstein oder so, ne? Weil es so ein bisschen Steinoptik hat. Als ich den bestellen wollte, gab es den ja noch nicht, habe ich Katalogbilder gesehen. Da dachte ich auch, das sieht ja scheiße aus, haben da Marmorstein da gemacht. Und dann war ich in Genf auf der Messe live gesehen und es ist einfach geil. Also muss man sich dran gewöhnen. Und ich finde, es ist halt mal was anderes als dieses Standard-Carbon. Das Standard-Carbon war ja vor 5 Jahren, wenn du es gesehen hast, boah. Aber mittlerweile ist es ja überall, was ich auch gut finde. Das ist ja die Entwicklung. Ja. Das ist wahrscheinlich die Zukunft. In 5 Jahren werden wir schon hier stehen und sagen, das ist Standard. Ja. Wenn du in den Motorraum guckst, zum Beispiel, ist das auch alles das Forged-Carbon. Die ganzen Plastikabdeckungen sind jetzt halt auch in dem Stil. Ne? Genau. Und die Spiegel und so weiter, alles was die Kunststoff ist, ist auch Carbon. Ah, ist Carbon, aber ist eigentlich aus dem Plastik. Das wusste ich vorher auch nicht. Das wusste ich vorher auch nicht. Das Auto hat ja Riss poliert und da haben wir einige Sachen abgebaut und da hat man das halt gesehen, dass der Unterton Carbon ist. Ist die Ansaugbrücke bei den allen immer in diesem Goldfarbton oder nur beim Performante? Nur beim Performante. Das ist so eine Erinnerung, eine Hommage an den Countach ist das, glaube ich, an den alten Lambo. Jetzt wird's mal kurz lauter. Einmal täglich mindestens. Man muss aber auch dazu sagen, wir selber machen auch gerne die Motoren an, also das ist nicht schlimm. Wird auch zum Glück von der Messe geduldet, wenn es im Rahmen bleibt. Für die Zuschauer ist es natürlich immer wieder geil. Ja, wenn man es nicht übertreibt, jetzt jede 5 Minuten, aber so ein, zweimal sagt da keiner. Zum Thema Leichtbau, Scheiben sind bei dem Auto auch alle aus Makrolon, außer die Frontscheibe, glaube ich, ne? Also die auf jeden Fall, das weiß ich. Ich glaube die auch. Nicht, also wenn nur die, würde ich sagen. Ja, die ist auf jeden Fall immer cool. Und ich weiß, beim Vorgänger, beim Superleggera, waren die Seitenscheiben auch. Okay. So. Aber das hier ist Glas. Also bei dem ist definitiv die Scheibe Glas. Ja, wir gehen noch mal kurz einmal auf dieses ALA-System ein. Ja. Was ist das? Das ist ja dieses Aerodynamik-System von Lamborghini, das neue. Also das ist die erste Version von Lambo. Das wurde speziell für den Performante entwickelt. Also vom Huracan für den Performante entwickelt. Was passiert da? Also was macht das Auto? Also das ist halt die Luftzuführung vom Fahrzeug. Vorne fängt es an, da sind Klappen. Bei den Kurven, wenn du zwei rechts fährst, gehen die rechten Klappen auf und führt die Luft halt dahin. Also wenn du geradeaus fährst, gehen die Klappen zu, der stört das dann halt automatisch. Also das ist richtig eine aktive Aerodynamik-Veränderung. Ja, heißt quasi. Auch aktiver Lamborghini Aerodynamika. Verstellt sich der Spoiler auch? Nee, der ist fest. Der Spoiler ist fest. Also es verstellt sich nur vorne die Klappen verstellt. Genau, und unten rum sind auch noch Klappen. Ah, unten auch noch Klappen, ja, genau. Okay, cool. Die Luft kommt hier halt rein dann und kommt aus dem Spoiler hier unten raus. Wenn du mal hier reinfährst, sind... Die geht komplett hier so durch? Genau, ja. Das sieht man besser, halt, wenn es hinten das Motorraum drauf ist, ist das halt mehr. Krass. Das ist auch alles aus einem Stück, ne? Ja, wir werden auf jeden Fall gleich jede Menge Sachen noch einblenden, wo wir das ein bisschen besser zeigen können. Lass uns doch einmal noch mal kurz in den Innenraum gucken. Ja. Und dann reicht es auch an Lamborghini-Talk heute. Ich
muss immer sagen, das hat Lambo einfach drauf. Die performante Modelle oder die Superleggera Modelle sind einfach so krass vom Innenraum her immer geiler als die Serie, dass das wirklich hier ein Innenraum ist, der schon fast eigentlich perfekt ist. Ne? Ja, ist alles Alcantara, ist alles hochwertig, wenn man mal schaut. Also man muss sich mal den normalen Huracan und den anschauen. Das ist, also Innenraum ist nochmal komplett anders. Das Forged Carbon ist hier auch nochmal drin. Ja. Was ich schade finde bei dem, die Sitze, dass die das normale Sichtcarbon haben. Mhm. Und stimmt, nicht das. Entweder hätten die es nicht sichtbar machen müssen oder halt auch so. Ja. Das finde ich das stört. Ja. Aber es ist jetzt halt ein. Hast du schwarze Folie drauf? Ja. Ja, hier ist das ja auch nochmal. Ja, klar. Extrem geiler Innenraum, gerade so mit den Schalensitzen gefällt mir richtig gut. Natürlich mal eine ganz wilde Farbkombination in dem Türkis. Ist das jetzt hier reines Ausstellungsstück oder gibt es wirklich Leute, die das in den Farben fahren? Das sind hier die beliebtesten Farben. Echt? Ja, ja. Vorhin also, gerade so in diesem leichten rosa Farbton. Ne? Also, da bleiben halt die meisten Leute mal hängen bei solchen Farben. Ja. Gerade die weiblichen Käuferschichten. Aber zutrauen macht es keiner. Ich habe Kunden, eine Frau, die das so hat und 5 männliche Kunden, die das in der Farbe fahren. Das ist alles handgebürstet. Handgebürstet und dann kommt eine Lasur rüber. Genau. Also die eine Farbe dünne. Kommt durch diese Lasur. Genau. Wie viele verschiedene Farben gibt es da? Wir haben 24 aktuell verschiedene Farben. 24 Farben, genau. Also man kann wirklich sich ausdrücken. Ja, eigentlich jede Farbe haben wir. Wenn jemand zu dir ankommt und sagt, er will ein komplett eigenes neues Design. Das machen wir auch, haben wir auch schon für Verein. Für 4 Autos mittlerweile gemacht. Letzte Woche für den Erst haben wir was fertig gemacht mit Zentralverschlussnahmendeckel aus Alu gefräst. War für mich ganz interessant, weil ich vorher das sowas noch nie gemacht habe. Dauert halt nur etwas länger und kostet halt ein bisschen mehr. Also wir berechnen dafür nicht viel, 500 Euro mehr, weil wir halt dann nochmal die Entwicklung noch mehr reinstecken und halt individuell für den Kunden auch bauen. Wir zeichnen das ja 3D, machen wir 2D, machen wir. Die Räder haben zwar keine Gutachten dann, aber die TÜV-Tests machen wir auch. Er bestellt ja nur 4, wir stellen trotzdem 10 her und testen 6 Felgen vorher. Da sind wir nämlich auch beim entscheidenden Punkt. Das heißt nämlich, wir können nämlich mal wieder was richtig Geiles für meine Limo bauen. Ja, müssen wir uns mal zusammensetzen. Es ist jetzt ja Winter, Wörthersee dauert ja noch ein bisschen, ein halbes Jahr sollte ja eigentlich reichen. Ne? Das reicht auf jeden Fall. Also bei uns, die haben wir ja auch bei deinem Limo, damals haben wir glaube ich nur 4 Wochen gebraucht, dann waren die ja bei dir da. Ja. Da warst du glaube ich sogar nicht mal da, warst du im Urlaub und dann lagen die ja bei mir. Ja, genau. Ja, geil. Auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich habe zu danken. Wir zeigen euch jetzt noch mal ein bisschen Felgen, Designs und Farben. Das ist vielleicht so cooler, das Ganze einzublenden. Ne? Ja, ich habe ein kleines Geschenk für dich, das kann ich ja dann nicht. Und ich kriege jetzt noch ein Geschenk und dann geht's auch weiter. Soll ich mal bringen?